Hey, wie ist das? Stefan hier. Heute habe ich meinen Müll mal durchsucht und bin auf dieses zerknüllte Blatt Papier gestoßen, was ganz alleine und so zerknüllt im Müll lag, hat da eigentlich nichts verloren. Deswegen schauen wir jetzt mal kurz, was da so draufsteht. Ah, es ist einfach nur ein zerknülltes Blatt Papier, auf dem meine Upload-Konsistenz steht. Kein Wunder, dass sowas im Müll landet. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Reigns Her Majesty. Und ja, ich weiß, ich habe das schon seit längerer Zeit nicht gespielt, aber das hatte alles einen guten Grund. Und zwar wollte ich ein kleines Experiment wagen, wie dieses Land sich ohne seine immer perfekt aussehende und wunderschöne Königin schlägt. Und ich bin zum Schluss gekommen, dieses Land braucht eine Königin, denn ansonsten geht dieses Land den Bach runter. Also bin ich wieder hier, um den Thron zu übernehmen und dieses Land in eine bessere Zukunft zu führen. Heute in der Rolle von Königin Therese, die ihre Uhr aufwerten soll. Ich bin immer noch der Meinung, das ist eine schöne Uhr, die braucht keine Aufwertung. Ich muss die mechanische Eule reparieren und ich muss das Labyrinth betreten, was auch immer das Labyrinth ist. Und warum auch immer wir ein Labyrinth in unserem Schloss haben. Aber finden wir es raus. Ich drücke auf Fortfahren. Der gewaltsame Tod von Laura, die Weltgewandte. Der gewaltsame Tod der deutschen Grammatik ist ewig ein Thema von Dissertationen. Königin Therese übernimmt den Thron nach einer langen Dürre, welche die Wirtschaft ins Chaos gestürzt hat. Welch schwere Zeiten dies doch sind für uns alle. Ah ja. In meinem Land sind adlige Frauen selbst nach der Heirat oft noch mit anderen zusammen. Na, was meint ihr? Oh ja, definitiv, die erste Entscheidung, die im Thronsaal getroffen werden muss, ist das, definitiv ja. Ich weiß doch auch nicht. Die Damen hier lesen alle die falschen Bücher. Kauft ihr mir für jedes eurer Dienstmädchen ein heiliges Buch ab? Warum sollte ich? Das bringt jetzt Kirche runter. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Kirche zu erhöhen und Geld runterzumachen oder nur Kirche runterzubringen und das Geld ein bisschen hochzubringen. Warum sollte ich? Ja, wir sind ein freies Königreich, das sich dafür einsetzt, dass die Leute verschiedene Dinge lesen. Nein. Vielleicht habe ich es gerade schon kaputt gemacht. Wer weiß. Ihr seid Königin und besitzt doch keinerlei Waffe. Wie seltsam. Lasst mich euch diese Duellpistole schenken. Ja, gern. Dann geht jetzt aber Kirche runter. Aber das ist echt ein schönes Ding. Ich muss das annehmen. Das macht man so. Sonst ist das unhöflich. Die Duellantin findet eine Pistole. Wow. Okay, ich dachte nicht, dass das ein Questziel ist, beziehungsweise gleich ein neuer Gegenstand. Aber ja, außerdem ist das Spiel gerade wieder kurz eingefroren, das ist schön. Eine edelsteinbesetzte Pistole für Zeremonien und poetische Duelle. Ah ja. Heißt das, ich kann jetzt jemanden, der mir nicht gefällt, einfach mal kurz... und so. Ihr solltet auch lernen, sie zu benutzen. Zeigt mir eure Pistole und wir gehen in den Duellraum. Ich will nicht. Das Angebot da wieder... Das war zum Glück gar nicht laut. Entschuldigt, aber es gab hier keine Duelle mehr, seit unsere Aufsicht führende mechanische Eule kaputt gegangen ist. Da ist es. So trigger ich das. Ich repariere sie. Das mache ich persönlich, weil wenn ich das hier mache, sagt er, ich kann das nicht. So, ich tue es. Der Mechanismus der staubigen Eule ist für euch allein zu kompliziert. Okay, also du willst mir sagen, egal was ich drücke, es geht nicht. Ich muss doch irgendwas machen. Jetzt kann ich das wieder nicht machen. Ich habe von Wein des Königs probiert. Tolle Traube. Hihi. Senden wir der Herrin des Waldes einen Tribut. Ja? Ich weiß auch nicht mehr, was ich drücke an dem Punkt, aber ich muss Volk unterbringen. Die wundersame Zeit des Steuereintreibens steht an. Was machen wir dieses Jahr, Hoheit? Senkt die Steuern, erhöht die Steuern. Das wird die Kirche aber nicht lustig finden, oder? Ich weiß nicht, aber Steuern? Ich meine, erhöht die Steuern, es gibt ja sowas wie Kirchensteuer, also... Habe ich es mir doch gedacht. Ich habe Geburtstag, Schatz. Ihr veranstaltet doch sicher eine Feier im königlichen Garten für mich, nicht wahr? Sicher, König Gottfrund. Bester Name. Betretet das Labyrinth. Was? Den Irrgarten. Ich betrete das Labyrinth, indem ich eine Feier mache. Ich dachte, es kommt irgendwie sowas wie, ja, wir haben eine streng geheime Höhle gefunden. Es war noch nie jemand da drin und dann mache ich einfach eine Party und lande im Labyrinth. Okay, ich bin jetzt im Irrgarten. Ah ja, was für ein herrlicher Tag. Lasst uns harmlosen Schabernack treiben und einander durch den Irrgarten jagen. Ha, wie kleine 12-jährige Kinder. Na dann los. Okay, Partymusik. Ihr verliert schnell die Orientierung in dem Labyrinth. Das Lachen der anderen scheint von weit her zu kommen. Jetzt geht's los. Geradeaus oder nach rechts?
Ich weiß es eben nicht. Ist das nicht irgendwie... War das nicht... Ich glaube, es gibt irgendeine so eine Regel, wenn man immer nach rechts geht, kommt man raus? Oder ich weiß, es gibt irgendeine Orientierung oder mehrere Orientierungsregeln für Irrgärten, aber mir fällt halt keine ein. Weil so oft bin ich halt dann auch nicht in einem Irrgarten. Ist es nicht... Ich glaube, es ist immer in dieselbe Richtung gehen und keine Kurven machen. Weil sonst besteht die Gefahr, dass du einen Kreis machst. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, deswegen gehe ich geradeaus. Das würde ich machen jetzt. Ist tatsächlich ein Irrgarten entstanden da hinten jetzt als Hintergrund. Toll. Verschütteter Wein und niedergetretene Blumen liegen auf diesem Weg. Ah ja, außerdem geht's hier nicht weiter. Hinsetzen. Ich könnte hinsetzen und darüber reflektieren, wie es denn hier ist. Und verschütteter Wein und niedergetretene Blumen. Hier war jemand, richtig? Ihr setzt euch für einen Augenblick in den warmen, stillen Garten, bevor ihr weitergeht. Okay. Alle Hecken sind äußerst präzise geschnitten. Dieser Weg sieht genauso aus wie die anderen. Das irritiert mich voll, wenn ich hier hin mache, gehe ich nach rechts, wenn ich hier hin mache, gehe ich nach links. Ich gehe nach links, weil... Ja, links. So. Ein kleiner Star schreckt auf und fliegt weg, als ihr um die Ecke kommt. Doch ansonsten ist es hier ruhig. Dann gehen wir... Nochmal nach links. Wobei, nee, wenn ich immer nach links... Wobei, hier, guck mal, hier ist ein Logo. Hier ist ein Logo. Ich gehe mal nach links. Das macht Sinn. Und dann ist hier noch irgendwas. Ihr könnt die Türme des Palastes nicht mehr sehen. Die Luft ist vom Duft der Heckenkirschen erfüllt. Ah ja, geradeaus. Oder nach rechts. Geradeaus ist wieder ein Logo. Deswegen gehe ich mal geradeaus. Ich folge mal diesen Logos. Keine Ahnung. Nach links gehen, geradeaus gehen. Hier ist noch ein Logo. Mache ich gerade alles kaputt? Könnte sein. Nach rechts gehen oder nach links gehen? Hier ist wieder nichts mehr. Toll. Wer nach links? Ich weiß es nicht. Gäste lachen und rascheln in der Nähe, aber ihr könnt nicht sagen, wo genau. Nochmal nach links. Hi. Okay, der ist auch hier. Florius, Mensch. Ach, da seid ihr, meine Königin. Habt ihr euch verlaufen? Erlaubt mir, euch zum Palast zurück zu begleiten. Ich bleibe hier. Sicher doch. Ich weiß nicht, gibt's noch ein Ziel im Labyrinth? Ich gehe zurück. Ich meine, ich will nicht hier sein. Das ist gruselig und unheimlich. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich gerade ein Questziel übersehen, aber ich bin erstmal nur froh, dass ich da raus bin, okay? Viele Leute vom Land haben weder Arbeit noch Lohn. Sollen wir eine Beihilfe anbieten oder ins Gewerbe investieren? Beihilfe in Gewerbe in... Wobei. Die Frage ist jetzt, wie versteht das Spiel investieren? Weil investieren kostet erstmal Geld, also müsste mein Geld runtergehen. Aber gleichzeitig macht man das ja, um mehr rauszukriegen. Also geht mein Geld vielleicht hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel das interpretiert. Das ist ein sehr offenes Wort. Ich weiß nicht. Wobei, wir können ins Gewerbe investieren, dann kriegen die Leute auch Arbeit und Lohn. Es ist alles viel zu hoch. Geld, Einfluss, also hier Schwert und Volk ist eigentlich alles viel zu hoch. Das könnte sehr dumm laufen, wenn jetzt Geld ganz hoch geht. Es geht hoch, natürlich tut es das. Meine Königin, eure kühne und unnachgiebige Herrschaft hat uns in ein neues Zeitalter der Macht geführt. Ah ja, sollten wir sanftmütig sein oder gut? Wir sollten sanftmütig sein. Dann geht das runter, perfekt. Die Krone hat dieses Jahr Geld für ein neues Gewerbe bereitgestellt. Welches wählt ihr, meine Königin? Imkerei oder Molkerei? Was ist cooler? Ich meine, eine Molkerei, Milch kann man immer brauchen. Aber eine Imkerei, das sind Bienen. Das ist cool. Ich meine, das macht sich bestimmt gut, wenn du dann mit deinen reichen Freunden am Tisch sitzt und sagst, ich habe eine Imkerei. Was habt ihr? Was könnt ihr vorweisen? Eine Molkerei, ein Bauernhof? Imkerei, das ist der neueste Schick. Ich weiß doch auch nicht. Ja, aber ja, Geld ist gleich ganz oben, ich bin erlegt. Hinter jeder mächtigen Frau steht ein großer, kleiner Junge, der ihre lebenswerte Trophäe ist. Kann ich eure sein? Was? Das ist wie die Infobox auf LaVou, so liest sich das gerade. Hinter jeder mächtigen Frau steht ein großer, kleiner Junge, der ihre lebenswerte... Was? Was ist das für ein Satz? Nein, das wurde niemals in der echten Welt gesagt. Ja, von mir aus kannst du meine Trophäe sein. Keine Ahnung. Meine Zwillingstöchter sind so rebellisch. Statt das Familienweingut zu übernehmen, wollen sie jetzt Honig herstellen wegen meiner Imkerei. Ich wusste doch, ich bin cool. Klingt schmerzhaft. Bitte sag mir, Geld geht runter, weil das hat großen Einfluss auf Geld. Wenn Geld jetzt hochgeht, bin ich tot.
Alles gut. In eurem Duellraum ist mir eine kaputte mechanische Eule aufgefallen. Ich liebe sowas. Soll ich sie reparieren? Endlich kommt diese Eule mal wieder, wird diese Eule mal wieder angesprochen. Bitte ja. So repariere sie sie. Dankeschön. Nachdem die Eule repariert ist, kann der königliche Duellraum wieder genutzt werden. Warum auch immer wir das nicht so machen können ohne die Eule, aber ich stelle keine Fragen, ich bin ja nur die Königin, was weiß ich. Eure Freundin aus dem Norden, sie trinkt dem Adel seinen eigenen Wein weg. Ich bitte euch, die bietet ihr Einhalt. Findet euch damit ab. Ist schlecht für alles, ne? Perfekt, das braucht ich. Bitte erlaubt mir, neue Waren herzubringen, meine Königin. Erinnerungen an eure Heimat sind nur ein Import weit weg. Bitte ja. Ups, aber ich wollte die Waren, ich wollte das Zeug aus meinem Heimatland. Das ist knapp, aber noch lebig. Die Leute lieben neue exotische Dinge, aber die anderen Gilden sind verstimmt. As if I care. Es ist erstaunlich, wie stark eure Gefühle für mich sind. Als wäre ich euer Pfeil und ihr würdet mich in Gold... Ich stelle mir gerade vor, bevor du zu jemandem sowas sagst, übst du es ja, wie du es sagen sollst, in den meisten Fällen. Ich stelle mir gerade vor, wie der Typ da steht, morgens, nachdem er aufgestanden ist, und wieder diesen Satz raushaut, bis er sich denkt, ah ja, wenn ich das so betone, dann klingt das gut. Nein, es klingt überhaupt nicht gut, egal wie du es betonst. Allerliebst, kann das Volk runtergehen, bitte? Oder, nein, bitte kann das Volk hochgehen und können wir das hier beenden? Ich will nicht mehr auf dem Thron sein. Ja, Volk ist oben, ich bin erledigt. Eine wilde Menge ist draußen, ja, okay. Ja, alle lieben mich so sehr. Therese, die Mechanikerin. Alle anderen waren sanftmütig, sie waren reich, sie waren weltgewandt. Ich bin Therese, die Mechanikerin. Ich repariere deinen VW für einen Fünfer. So. Okay. Friederike, die 90 Königin. Die Namen werden immer schlimmer. Sprecht einen Gefangenen in der Kirche. Und besteht die Heiligkeitsprobe. Oh, hier ist das wie die Feuerprobe in Findet Nemo. Okay. Der gewaltsame Tod von Riesen, Michael ist eben ein Thema von Intention, die Hochzeitsfeier, ja, wieder gute deutsche Grammatik, die Hochzeitsfeierlichkeit von Königin Friederike Ben eine Periode nationale Befürchtung, okay, gut. Cool. Wenn ihr mich fragt, verschwendet dieser Entdecker nur euer Geld, um hinter eurem Rücken euren Damen den Hof zu machen. Baronin von Rieksburg, was weißt du schon, du hast keine Ahnung. Damals in der Schule schon hattest du keine Ahnung von irgendwas. Er wird schon etwas finden, ich hoffe es. Au. Sie bemüht sich eilends, sich für die Beleidigung zu entschuldigen. Das will ich auch hoffen, ja? Weil an diesem Hof bin immer noch ich der Boss. So läuft es hier. Auf dem Meer habe ich ein seltsames Gericht über die Inseln im Nordwesten gehört. Gegen Geld erfahrt es ihr. Sprich. Die Königin der Insel soll eine Zauberin sein, flüstert sie. Das hat jetzt Geld gekostet, are you serious? Ich spüre Hexerei an diesem Hof. Der Kardinal möchte, dass ihr den Prozessen gegen Verdächtige teilnehmt. Ja, weil sprecht ein Gefangenen der Kirche, Schwester Delfine gehört zur Kirche und Prozesse klingt nach Gefangenen, also ja, immer gern. Ich liebe einen guten Hexenprozess. Wow. Nehmen wir uns eure Köchin vor, was, wenn sie Böses zusammenbraut? Finden wir es heraus, einen nach dem anderen. Das ist eine dumme Idee, richtig? Dann dürft ihr die Befragung vornehmen, sagt keiner. Courtney mit funkelnden Augen. Ja. Ich bin keine Hexe, bloß eine arme, unverheiratete Köchin. Dann sagt mir, Schwester Jule, geiler Name, so sagt mir, weshalb ihr traget einen Hexenhut und weshalb eure Haut ist braun und warum eure Haut ist merkwürdig, kränklich aussehend, warum ihr habt ein gespaltenes Gesicht und warum ihr habt grüne Haare. Wenn ich weiter so rede, dann wird's noch chronisch, also lass ich's. Kein Ehemann? Warum auch immer das eine Frage ist? Er starb in der Woche, in der wir heirateten, weint sie. Ups! Okay. Ich verspreche, ich habe nur ein falsches Kraut gepflückt. Ich gehe bestimmt nicht mehr auf dem Kirchhof pflücken. Du trägst aber nach wie vor einen Hexenhut. Woher stammt ihr? Ich wurde hier geboren und hier werde ich sterben, eure Ehrlichkeit, nicht sie. Okay. Ich sehe euch an, schöne Königin, ich bin unschuldig wie eine Echse. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich bin unschuldig wie eine Echse. Was? Segnet euer Herr nicht die Barmherzigen. Eine Echse. Was? Ihr Dummerchen, lacht sie. Unschuldig als Hexe, meinte ich.
Ich habe einen begründeten Verdacht. Genug gefragt, ich treffe nur meine Entscheidung. Wie lautet die Empfehlung der Königin? Ist diese Frau eine Hexe? Jawohl. Also, der Hut. Sie sagt, ich bin unschuldig wie eine Echse. Also stimmt schon mal was grundsätzlich nicht mit ihr. Diese komische, diese Zweifarbigkeit ihrer Haut, die in der Mitte geteilt ist, wie bei Two-Face. Und die grünen Haare. Ich meine, ich will ja nicht judgen, grüne Haare sind cool, aber zusammen mit den anderen Zeichen ist es doch nicht, und dann verspricht sie sich noch und, falsches Kraut gepflückt. Ja, die Königin sagt, Hexe. Ich hab's getan, ich hab's für dich gedrückt. Die Köchin verschwindet, eure Mahlzeiten verbessern sich geschmacklich jedoch. Yay! Ah, Mensch, wie schön. Es wäre leichter, Waren zu importieren, wenn wir aktuelle Karten hätten. Stellt ihr mir zuliebe einen Kartografen ein. Wenn ich das jetzt mache, dann geht das Militär ganz hoch. Aber das könnte fast ein Questziel sein. Kann es aus dem Sprech einen Gefangenen in der Kirche ist nicht erfüllt worden, obwohl die gerade eben eine Gefangene ist, egal. Wenn ich das jetzt mache, geht wahrscheinlich Militär ganz hoch, weil Kartograf ist ja Einfluss und so weiter und so fort, aber das klingt fast nach einem Questziel. Oder das könnte fast sein, weil wenn es jetzt, es könnte fast so ein Questziel sein, stellt den Kartografen ein. So, deswegen gehe ich jetzt voll auf Risiko und drücke das. Ich glaube nicht, dass ich es überstehen werde, aber wir werden sehen. Ja, und es ist nicht mal ein Questziel. Es hat sich doppelt nicht gelohnt für mich. Da eurer Stärke muss man unser Königreich fürchten. Ich werde euch um jeden Preis von unserem Feind beschützen. Jetzt sperrt er mich in den Turm und lässt mich da verrotten. Jawohl. Au, das ist laut. So. Wie lange hat's gehalten? 4 Jahre. Also ich war schon mal länger hier. Das will ich nur. Es hat schon mal länger gehalten. Okay. Mercedes, die 10. Okay, also. Ich würde sagen, für dieses Mal reicht das. Das war halbwegs erfolgreich. Wir waren im Labyrinth. Ich habe die Eule repariert. Immer noch kein Duell gemacht. Vielleicht kommt das noch. Und wenn ihr wollt, beim nächsten Mal betritt die neue Königin A-Klasse, Mercedes-Benz A-Klasse, den Thron und wird mit der Genauigkeit von deutschem Ingenieurtum das Land regieren und mit ihrer 6-Gang-Schaltung bestimmen. Ich hab doch Mercedes. Was? Ich weiß es. Wer heißt so? Die eine aus Glee heißt so, aber wer heißt wirklich so? Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr damals den Bleibutton aus Maulzorn und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ah, hallo, wie heißt denn die Frau, die gerade den Thron innehat? Ihr Name ist Volvo.